Herzlich willkommen zu meinem Vortrag Shell Scripting mit Haskell. Wir werden in dem Vortrag einiges an Live-Coding machen und deswegen würde ich gerade einmal kurz gerne fragen, wer hat denn schon mal Haskell-Code gesehen? Hier. Okay, wunderbar. Wer hat schon mal selber Haskell-Code geschrieben? Sagen wir mal in Hello World. Auch sehr gut. Wer hat schon viel Haskell-Code geschrieben? Okay, gut. Ja, dann das heißt, wir können ziemlich direkt einsteigen und müssen nicht, ich muss nicht viel erklären dazu, ist sehr gut. Das heißt, wir können mehr Beispiele machen. Jawohl. Zur Motivation. Ich arbeite im IT-Consulting, / Softwareentwicklung. Wir machen normalerweise das, was der Kunde will. Das ist dann meistens Java, manchmal auch sogar PHP. Funktionale Sprachen sind eher nicht so gefragt, um nicht zu sagen, so wie gar nicht in München. Wenn man jetzt gerne funktionale Programmierung macht und sich damit auch beschäftigen will, das auch anwenden will, dann muss man sich Nischen suchen. Zum Beispiel im Tooling. Wenn ich keine funktionalen Programme in Produktion bringen kann, dann schreibe ich mir eben Tools damit. Dafür eignet sich insbesondere Haskell sehr gut. Und das möchte ich in dem Vortrag heute vorstellen. Wir fangen an mit einem genauen Überblick. Also erstmal, warum will ich überhaupt eine High-Level-Sprache Haskell verwenden zum Shell-Scripting? Dann sehen wir uns eine Library an, die dafür gedacht ist. Turtle heißt sie. Wir schauen uns an, wenn ich ein Skript schreibe, dann brauche ich in einer High-Level-Sprache auch Dependency Management. Wie mache ich das, sodass ich ein Skript reproduzierbar ist über mehrere Rechner? Wenn ich einen neuen Mitarbeiter im Team habe, soll er das Skript auch ausführen können. Und wir sehen uns an, wie das Environment aussieht. Naja, wenn ich ein Skript aufrufe, dann möchte ich ihm auch Optionen übergeben. Das heißt, wie übergebe ich Command-Line-Optionen? Und am Schluss, wenn die Zeit reicht, dann sehen wir uns noch eine kleine Beispielapplikation an, wo wir diese ganzen Konzepte zusammensetzen. Genau. Warum möchte ich überhaupt in einer High-Level-Sprache skripten? Warum bleibe ich nicht einfach bei der Bash? Klar, eine High-Level-Sprache bietet mir Abstraktionen. Ich kann zum Beispiel Datentypen definieren. In der Shell habe ich eigentlich nur einen String. Also für die Bash ist Strings und irgendwie so awkward String Arrays das Einzige, womit ich arbeiten kann, keine Typen. Die Definition von Datenstrukturen und von Typen erlaubt mir, abstraktere Programme, auch Skripte zu schreiben. Eine High-Level-Sprache ist flexibler. Ich kann Libraries verwenden. Ich habe in Bash so gut wie keine Libraries. Oder wenn, dann ist es auch schon schwierig, allein schon Dependency Management zu betreiben und diese Library mir irgendwie zu holen. Dagegen eine High-Level-Sprache, die sowas wie ein Modulsystem hat, Dependency Management, dann kann ich viel mehr schon existierenden Code verwenden, weiterverwenden. Das Ganze skaliert auch besser. Wenn ich mit so einem kleinen Shell-Skript anfange, 20 Zeilen, kein Problem. Dann werden irgendwann 100 Zeilen draus, weil ich Features dazu baue. Dann werden irgendwann vielleicht mal 1000 Zeilen draus. Und naja, so ein Shell-Skript mit 1000 Zeilen ist unwartbar. Dagegen, wenn ich gleich in einer High-Level-Sprache anfange, dann kann ich dieses Skript, dann kann das Skript mit seiner Skalierung auch wachsen. Dann kann ich zum Beispiel das Ganze in unterschiedliche Module aufteilen. Ich kann das Ganze in Subcommands aufteilen. Ich kann leichter refactoren. Das heißt, insgesamt wächst das Skript mit seinen Anforderungen und zwar ohne besondere Wachstumsschmerzen. Insgesamt wird also, wenn ich ein Skript in einer Hochsprache schreibe, dann ist Refactoring einfacher und die Applikation oder das Skript dadurch sicherer gegen Veränderungen. So, jetzt haben wir in der Scripting-Welt natürlich so die großen Player sind dynamische Sprachen. Da haben wir zum einen Python, was sehr beliebt ist. Jetzt auch Node.js zum Beispiel. Gibt es auch sehr viele Skripte bis kleinere Applikationen.
Ist auch, hat auch seinen Grund. Die sind einfach zu benutzen. Ich kann sehr schnell Ergebnisse erzielen. Ich muss mich eben nicht um den Compiler kümmern, der mich anschreit, wenn irgendein Typfehler drin ist, sondern ich kann einfach das Programm runterschreiben und meistens funktioniert es auch. Aber in dem Moment, wo der Code größer wird, wo ich kompliziertere Dinge machen möchte, naja, fällt mir genau das auf die Füße. Es ist zwar einfach und ich kann im Kopf behalten, dass es schon passt irgendwie, aber irgendwann habe ich es halt nicht mehr alles im Kopf und irgendwann fällt mir die fehlende Typsicherheit auch auf die Füße. Dann bekomme ich Typfehler, dann bekomme ich Konvertierungsfehler, dann bekomme ich vielleicht sogar Segfaults. Und das heißt, die Applikation skaliert nicht. Mit einer statisch typisierten Sprache kann ich das leicht machen. Also wieder, wir haben das Skalierungsargument. Mit einer statisch typisierten Sprache kann die Applikation viel einfacher wachsen und ist trotzdem sicher. Ich muss nicht alles im Kopf behalten, der Compiler nimmt mir das ab. Genau, und ja, warum wollen wir dann Haskell verwenden? Das Killer-Argument ist tatsächlich die Syntax. Haskell hat eine Syntax, die eigentlich sehr ähnlich der normalen Bash-Syntax ist. Ich habe eine Funktion, ich brauche nicht viel Klammern, also für eine Funktionsapplikation brauche ich keine Klammern, sondern ich gebe einfach die Funktion und die Argumente an. Das sieht eigentlich genauso aus wie so ein Bash-Kommando, das ich auf der Kommandozeile eintippe. Ich habe sehr wenig Boilerplate. Dann tatsächlich bietet auch Haskell sehr gute Library-Unterstützung an. Ich habe jede Menge Libraries, die zum Beispiel Command-Line-Options parsen. Ich habe auch Incursus-Bindings. Ich kann wirklich eine grafische Terminal-Applikation bauen damit. Sehr einfach. Und natürlich ganz wichtig, ich muss das Ganze auch irgendwie, ich brauche irgendeinen Runner. Ich habe mit Run Haskell tatsächlich einen Skript-Interpreter. Das ist gar nicht so bekannt, aber GHC kann tatsächlich Skripte nicht nur Applikationen kompilieren, sondern auch mit Run Haskell direkt ausführen. Das dauert zwar ein bisschen, also da ist schon so ein Vorcompiler-Schritt drin, aber es funktioniert sehr schön out of the box. Ich kann das auch in den Shebang schreiben oben, also in die erste Zeile von so einem Skript und das als Skriptinterpreter verwenden. Und mit Stack habe ich dazu noch Dependency Management. Ja, dann fangen wir mal an mit Turtle. Turtle ist eine Library, die Shell-Scripting in Haskell ermöglichen soll. Und zwar im Wesentlichen geht es darum, das übliche Unix-Environment nach Haskell zu übersetzen. Da sind keine neuen Funktionen dabei. Zum Beispiel, um eine Zeile auszugeben, habe ich in Haskell durchaus eine Funktion, die putzdrillen. PutStringline und in Bash heißt das Ding halt normalerweise Echo. Das heißt, Turtle bietet mir eine Funktion an, die heißt Echo, die tut genau das Gleiche, aber ich habe einen wiedererkennbaren Befehl. Und das ist die Idee hinter Turtle, dass ich Befehle, die ich schon kenne, aus der Shell, einfach auch in Haskell habe und dadurch Shell-ähnliche Skripts erzeugen kann. Genau, Turtle vereinigt auch die Benutzung vieler Libraries, zum Beispiel File System Access ist auch in Haskell, da gibt es Libraries dafür. Turtle bietet dafür ein Interface an, das eben Befehle wie Move, Copy und so weiter direkt zur Verfügung stellt und Aliase anbietet, die eben identisch sind zu dem Befehl, den ich auch in Unix verwenden würde. Das können wir uns auch kurz, das können wir uns direkt mal ansehen. Voraussetzung für das Ganze ist, wir brauchen ein paar Imports, wir brauchen eine Type Extension oder eine Compiler Extension. X Overloaded Strings sagt im Prinzip, wenn ich ein String literal irgendwo hinschreibe, dann hat das einen polymorphen Typen. Das heißt, es kann je nach Kontext und als anderer Typ verwendet werden. Dann wollen wir die Turtle Library importieren und wir wollen Text und Path jeweils als Qualified importieren, weil wir sonst zu Name Clashes kämen. Mehr passiert nicht. Und wir gehen hier ganz normal in die Shell, rufen einmal GHCI auf und sind jetzt in einem
Haskell Interpreter Prompt. Können wir mal schauen, in welchem Verzeichnis wir sind. Das heißt, PWD gibt mir, genauso wie auf der Shell, das aktuelle Verzeichnis aus. In dem Fall typisiert mit einem Filepath. Das kann man auch mit dem, kann man auch sehen, wenn man sich den Typen ansieht. Das ist einfach ein I.O., moralisch gesehen ein I.O. von turtle.filepath. Jetzt können wir das hier mal einer Variable hinzuweisen. Nennen wir das mal unser Project da. So. Können wir auch ausgeben. Ist auch wirklich das drin, was wir erwarten. Und wir können mal ins Home-Verzeichnis wechseln. Also CD funktioniert genauso wie auf der Shell. Wir haben natürlich hier so einen kleinen Operator reingemogelt, der sich darum kümmert, dass wenn ich zwei I/O-Aktionen habe, dass ich die irgendwie miteinander verbinde. Wir können wieder zurückwechseln in das Project und wir können mal in den Unterordner wechseln. Gehen wir mal in den Public-Unterordner. Haskell brauche ich ein bisschen mehr Klammern. Die Klammern sind im Prinzip das, was ich in der Bash eine Subshell wäre. Und mit PWDs, sind wir jetzt auch in dem entsprechenden Verzeichnis. Wir haben LS. LS verhält sich nicht ganz so, wie man erwarten würde. Man kriegt nämlich einen Typfehler. LS gibt mir einen Stream von Dateien aus, aber diesen Stream kann ich nicht direkt ausgeben, sondern ich muss diesen Stream erstmal mir ansehen. Das ist View. Brauche ich manchmal und dann habe ich auch tatsächlich den Inhalt des aktuellen Verzeichnisses. Ja, jetzt möchte ich vielleicht noch, ich möchte einen Editor, ich möchte eine dieser Dateien öffnen. Das ist natürlich ein bisschen problematisch, weil mein Vim zum Beispiel, den ich dafür verwenden würde, habe ich einfach nicht. Not in Scope. Gut, können wir aber definieren. Wir starten einen Prozess, VI. Übergeben als ein Argument den Dateinamen und zwar konvertieren wir den als Filepath nach, nach Text. Und wir wollen keinen Standard Input übergeben. So sieht das aus. Schauen wir uns den Typen an. Wir nehmen als Argument einen Filepath und übergeben und bekommen einen Exit Code zurück. Okay. Oh, Entschuldigung, ja. Okay. Also nochmal, wir haben gerade VI definiert, wir haben uns den Typen angesehen und jetzt verwenden wir das Ganze. Zum Beispiel das GHCI-File, das ich gerade eben schon gezeigt habe auf der Folie, sieht dann so aus. Und ja, Exit Code, wir haben Success zurückbekommen, wunderbar. Genau, also man kann damit einfach mal so ein bisschen rumspielen. Das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Es geht noch einiges mehr. So die typischen Shell-Kommandos, die man hat, die werden einfach exponiert. Wir haben Echo, das nimmt eine Line. Line ist im Gegensatz zu Text einfach eine, definiert als es ist eine Zeile, es hat keine New Lines. Das heißt, das, was ich normalerweise streame, das, was so eine Shell-Pipe normalerweise verarbeitet, sind Lines. Keine ganzen Dateien, zum Beispiel Text könnte eine ganze Datei inklusive New Lines sein. Wir haben die üblichen Befehle, um auf dem Dateisystem zu arbeiten. CD, wir haben Move und Copy, das will ich jetzt nicht unbedingt zeigen, genauso wenig wie RM. Und wir können unser aktuelles Verzeichnis ausgeben. Insgesamt, es gibt noch einen Riesenhaufen mehr dieser Befehle. Im Manual zu Turtle sind die alle aufgelistet und es gibt zu Turtle auch ein sehr schönes Tutorial. Überhaupt die Libraries von Gabriel, also das ist eine Library von Gabriel Gonzalez, der auch das Haskell for All Blog schreibt und diese Libraries sind extrem gut dokumentiert und haben immer ein sehr gutes Tutorial, mit dem man sich sehr leicht einarbeiten kann. So, bisher haben wir jetzt eigentlich nur nur vordefinierte Kommandos. Wir haben schon gesehen, wie man ein neues Kommando definiert, proc, gibt mir die Möglichkeit, eigene Kommandos zu definieren. Das heißt, das Ganze ist sehr erweiterbar.
Proc nimmt einfach ein Kommando, eine Liste von Argumenten, jeweils als Text, und nimmt noch eine Standard-Input. Zurück gibt es mir einen Exit-Code. Zum Beispiel, wir definieren uns unser VI-Kommando, ganz einfach, indem wir das Argument erstmal noch konvertieren in einen Text und ansonsten keinen Standard-Input übergeben. Jetzt wollen wir aber vielleicht mal Standard-Input übergeben, zum Beispiel wollen wir nach Less pipen. Auch kein Problem. In dem Fall übergeben wir keine Argumente. Dafür wollen wir diese Standard-Input-Lines, übergeben wir als zusätzliches Argument. Was macht dieser Shell-Typ? Der Shell-Typ ist vielleicht so ein bisschen schlecht benannt. Das hat aber einen Grund. Also Shell ist im Prinzip eine Pipe. Normalerweise gibt es schon eine Library namens Pipes. Und den Typ Pipe wäre also ungünstig gewesen, da so einen Name-Clash herbeizuführen. Deswegen heißt das Ding Shell. Wir können es als Shell-Pipe bezeichnen im Wesentlichen. Und im Prinzip kann ich mir aus diesem Shell-Typen eine Zeile rausholen, sie verarbeiten und wieder eine Zeile reinkippen. Das heißt, es ist sowas wie eine Liste von, im Wesentlichen eine Liste von Lines, die ich verarbeiten kann. Dazu kann ich aber auch für jede Zeile Zeiteneffekte ausführen. Das heißt, ich habe im Prinzip einen Stream von Items, egal welchen Typs, und ich kann währenddessen auch noch I.O. ausführen. Das heißt, ich kann zum Beispiel in eine Datei schreiben, ich kann mir zusätzliche Informationen aus einer Datei holen, ich kann den Benutzer nach zusätzlichen Informationen fragen und so weiter. Es gibt so ein paar Standard-Shell-Implementierungen. Standard-Input ist einfach das, was der Benutzer eingibt. Damit kann man zum Beispiel so eine einfache Echo-Kammer bauen. Zum Beispiel, wenn wir einfach nur View. Wir brauchen natürlich hier. Achso, Moment mal. Standard in wollen wir. So. Irgendein Text. Na gut, ganz einfach funktioniert es nicht. Genau. Also jede Zeile, die ich eingebe, wird auch gleich wieder ausgegeben. Das Ganze ist soweit lazy, dass die Zeilen, die ich eingebe, sofort wieder ausgegeben werden. Dann haben wir natürlich auch noch, das war, was ich gerade fälschlicherweise gezeigt habe, Input liest eine Datei. Und streamt sie zeilenweise als Shell-Stream, als Shell-Pipe. Dann haben wir auch so nette Kommandos wie yes zum Beispiel. Hat jemand schon mal yes benutzt? Yes ist ein etwas obskures Unix-Tool, aber sehr praktisch, wenn man Kommandozeilen-Applikationen hat, die einfach unbedingt Benutzer-Input haben wollen, die immer nachfragen wollen, willst du das auch wirklich tun? Ja, ich will es wirklich tun. Yes. Wenn ich eine Liste von Items habe, dann möchte ich auch streamen können. Das ist einfach Select. Select wandelt mir eine Liste in einen Shell-Stream um. Und ich kann, ls haben wir schon gesehen. Ls ist Liste die Dateien in einem Verzeichnis. Hier bekommen wir jetzt keine Lines zurück, sondern File-Paths. Das heißt, wir haben typisierte Shell-Streams. Das ist sehr wichtig und interessant, weil normalerweise in der Bash arbeite ich nur mit Strings. Hier kann ich wirklich mit Typen arbeiten. Ich muss zwar Typen konvertieren, dafür gibt es auch Tools in Turtle, aber es bringt mir ein gutes Stück Sicherheit. Ich kann zum Beispiel auch, ich kann eine CSV-Datei parsen, jeden Record als echten Typen parsen und dann diese Typen streamen. Dann haben wir noch Cut. Cut verbindet einfach mehrere Shell-Streams, das heißt, es ist ein bisschen anders als so, dass die typische Benutzung von Cut ist, um eine Datei auszugeben. Dafür gibt es Input. Cut ist wirklich zum Mergen von mehreren Shell-Streams. Und am Ende müssen wir jeden Shell-Stream mal ausgeben können, es sei denn, wir pipen ihn zu einem anderen Programm, aber
am Ende können wir einfach einen Shell-Stream auf der Konsole ausgeben. Das ist View, wie wir auch vorhin schon gesehen haben. So, diese Shell-Kommandos, die komponieren natürlich. In Unix haben wir dafür, also in Bash haben wir dafür Unix-Pipes. In Turtle haben wir dafür Function Composition. Das heißt, die Komposition von Funktionen mit dem Punktoperator, Funktionskomposition oder auch Funktionsapplikation, dem Dollar-Operator, verhalten sich im Prinzip wie Unix-Pipes. Wenn ich zum Beispiel unser Befehl less, den wir vorhin gesehen haben, den wir vorhin definiert haben, wenn ich diesen Befehl verwenden möchte, um eine Datei über eine Pipe auf less zu bringen, dann ist es einfach less komponiert mit Input. Typ ist, ich nehme eine Datei und durch die Komposition pipe ich sie direkt weiter auf less, bekomme einen Exit-Code zurück. Das ist sowas wie, in der Shell kann man sich das vorstellen, als cut dieser File und dann pipe auf less. Vorhin haben wir schon gesehen, der Bind-Operator, der hat auch eine Entsprechung. Das ist im Wesentlichen Shell-Expansions und X-Args. Also wenn ich eine Subshell aufmache, um erstmal einen Befehl auszuführen und das Ergebnis dann weiter zu pipen, beziehungsweise an einen weiteren Befehl zu übergeben, das ist im Wesentlichen unsere Shell-Expansion mit dem Dollar-Klammer auf oder Backticks. Oder man kann es auch als X-Args lesen. Und das ist in Haskell dann, in Turtle ist das die Funktion von dem Bind-Operator. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel alle Dateien lesen will und alle Zeilen aller Dateien ausgeben will, dann liste ich erst das Verzeichnis, übergebe jeden einzelnen Dateinamen an Input und lese dann jede Datei einzeln ein und konkateniere das Ganze. Dazu gibt es eine kleine Demo. Überhaupt, die ganzen Demos, die ich zeige, die sind im GitHub-Repo. Link zeige ich am Ende. Das heißt, man kann die auch nach dem Vortrag nochmal durchspielen, nochmal ansehen und auch für sich selbst entdecken, die Techniken ausprobieren. Jetzt haben wir bisher nur in der Shell gearbeitet, also quasi GHCI als Shell missbraucht. Jetzt wollen wir ein Skript ausführen. Um ein Skript auszuführen, brauche ich erstmal einen Interpreter. Wenn ich einfach nur eine Haskell-Datei irgendwo hinlege und die in der Shell aufrufe, selbst wenn ich einen X-Flag gebe, dann sagt die Bash, die Shell, die als Standardinterpreter halt eingestellt ist, sagt, ja, Moment mal, das kann ich nicht lesen. Daher brauchen wir einen Shebang oben. Praktischerweise gibt es Run Haskell. Run Haskell ist das Tool von GHC. Das macht im Prinzip im Wesentlichen eine GHCI-Session auf, pastet die Datei rein und führt die Main-Methode, die Main-Funktion aus. Das heißt, das ist ein einfaches Hello World mit Turtle, das standalone funktioniert. Wenn ich das in eine Datei reinpaste, dann kann ich das wirklich direkt aus der Kommandozeile heraus aufrufen, ohne irgendwie einen Interpreter dafür, also ohne einen Interpreter davor setzen zu müssen. Hier ganz einfach, Run Haskell wird verwendet, um diese Datei zu interpretieren und dann habe ich ein Hello World. Das Problem dabei ist natürlich, ich brauche irgendwo Turtle. Wenn ich jetzt dieses Skript an den Benutzer weitergebe, neuer Entwickler ist im Team, möchte auch Hello World, hat aber kein Turtle installiert. Wird nicht laufen. Mit Stark hat sich die Situation jetzt deutlich gebessert. Also früher musste er hingehen und erstmal Turtle installieren. Dann kam das nächste Skript, das noch irgendwas anderes gebraucht hat, musste er das auch noch installieren. Mit Stark muss ich nur noch ein Ding installieren, nämlich Stark selbst. Und Stark kümmert sich dann um das Dependency Management. Dafür gibt es diese zweite Zeile. Also ich habe dann noch Stark-run Haskell und da kann ich sagen, welchen Resolver ich verwende. Das ist jetzt der von LTS 8.0 ist, glaube ich, letzte Woche rausgekommen, das ist ziemlich neu. Stack bietet mir ein fixes Paketset, also eine Untermenge von Hackage, die mit Sicherheit miteinander kompiliert, das heißt, die miteinander kompatibel ist. Und ich kann auch sagen, ich möchte bitteschön für dieses Skript auch das Package Turtle installieren.
Damit kann ich das Ganze wieder direkt von der Kommandozeile aufrufen. Und beim ersten Aufruf wird das Ganze ein bisschen brauchen, weil ich muss erstmal Turtle kompilieren. Darum komme ich leider nicht drum rum, aber dann alle weiteren Aufrufe werden tatsächlich genauso laufen wie bei Run Haskell, aber auf jedem Rechner. Jo, jetzt haben wir ein Skript geschrieben. Wir haben Shebang dran gesetzt. Wir können es ausführen. Aber naja, irgendwie wollen wir auch noch Optionen übergeben. Hat jemand schon mal Optionen geparst in einem Shell-Skript? Macht es jemandem Spaß, Optionen in einem Shell-Skript zu parsen? Also so das Minimum, was man haben möchte, ist so ein --help. Selbst wenn ich überhaupt keine Argumente übergebe, dann möchte ich wenigstens so ein, naja, ich möchte zu jedem Skript einmal --help machen können und dann sagt es mir, ja, ich habe nichts weiter, ich nehme keine weiteren Argumente als --help, aber immerhin das. Und da steht noch so eine kleine, Beschreibung. Gibt es hier einen Laserpointer? Auch nicht. Okay, dann mache ich es mit der Maus, auch wenn es schlecht zu sehen ist. Genau, es gibt mir hier so eine Usage Description, die ist jetzt in dem Fall trivial, nämlich ich rufe das Teil einfach auf und ich kann noch einen kurzen Text dazu schreiben. Und dieses Command Line Interface, das generiert mir Turtle. Der Code sieht so aus. Ich übergebe einfach eine kurze Beschreibung. Also dieses My Application übergebe ich als kurze Beschreibung und ich sage noch, ich möchte keine Argumente haben. Und in dem Moment, wo ich Options aufrufe, wird Turtle als erstes mal die Kommandozeilenparameter, die ich übergebe, parsen. In dem Fall, wenn --help dabei ist, dann wird dieser Hilfetext ausgegeben und ansonsten wird es, naja, print command ist, zeigt mir einfach das an, was ich als Argument übergeben habe. Nachdem ich keine Argumente erwarte, gibt es immer unit aus. Genau, das kann man jetzt auch einmal zeigen. Die Applikation selbst gibt immer Unit aus, wenn ich sie ohne Argumente aufrufe. Wenn ich sie mit irgendeinem sinnlosen Argument aufrufe, dann wird sie sich beschweren. Invalid Argument. Und wenn ich --help sage, dann kommt der Hilfetext. Natürlich, nur --help zu haben, reicht nicht so ganz. Ich hätte schon gerne noch ein paar mehr Kommandozeilenparameter. Zum Beispiel hätte ich gerne so einen Flag, einen Switch, also einen --F-Flag, dass ich noch foo übergeben kann, also ob ich foo haben will oder nicht. Und ich kann noch einen Text übergeben, Textoptionen, und ich möchte vielleicht noch weitere String-Argumente übergeben. Auch das kann ich sehr leicht generieren. Also dieses foo ist einfach hier so ein Switch. Das ist ein --F, das ich angeben kann, oder --foo oder eben nicht angeben kann. Je nachdem bekomme ich true oder false zurück. Dann möchte ich ein --bar angeben können oder nicht. Und diesem bar möchte ich noch einen Text mitgeben. Und dann möchte ich eben noch zusätzlichen Text hier erlauben. Und das Ganze kann ich einfach kodieren in einem Datentypen. Das heißt, dieser Options-Datentyp nimmt, naja, eben einen Boolean-Flag, das kann ich mappen auf diesen Switch, das nimmt ein Textargument oder auch nicht, das ist mein Bar, und es nimmt zusätzlichen Text. Und daraus generiert eine Turtle automatisch eine Hilfedatei, die alle diese Informationen enthält, also Hilfetext. Das heißt, das ist der Hilfetext, den wir haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel noch ein --F übergebe und sonst nichts, dann beschwert er sich, weil ich ja bitte schon noch Text übergeben soll, also noch ein, das Argument Buts fehlt noch. Das übergeben wir mal noch.
Und dann bekommen wir als Ergebnis, foo ist true, also unser Flag ist gesetzt. Ein minus minus bar haben wir nicht angegeben und unser Bas ist der Text, den wir übergeben haben. Ohne das Flag fehlt einfach das, ist das foo-Flag eben nicht gesetzt. Und jetzt können wir noch ein minus minus bar angeben. Ich scroll gleich wieder hoch. So. Dann ist halt hier statt nothing just bar drin. Das heißt, ich habe eine ganz einfache Methode, um Optionen, also Kommandozeilenoptionen, zu konvertieren in einen Haskell-Datentypen. Und dann ist natürlich, ja, wir haben dafür sehr wenig Boilerplate gebraucht. Im Prinzip haben wir einen Datentypen definiert und wir haben uns definiert, wie wir diesen Datentypen parsen. Also die Frage, geht das noch einfacher? Ja, es geht noch einfacher. Mit OptParse Generic kann ich zum Prototypen von sehr kleinen Applikationen sogar einzig und allein den Datentypen definieren und über Deriving Generics, also man sieht hier, man braucht ein bisschen mehr, man braucht noch zusätzliche Type-Level-Extensions, Compiler-Extensions, um das Ganze zum Laufen zu bringen, aber es reicht jetzt, wenn ich den Datentypen selbst definiere, wenn ich sage, der soll generisch sein und er soll eine Parse-Record-Instanz haben. Und ich bekomme ein bisschen weniger Hilfetexte, dafür ist das Command-Line-Interface unglaublich leicht generiert. Okay, ja, jetzt wollen wir natürlich auch noch Bash-Completion haben. Das unterstützt OptParse zum Glück auch out of the box. Das heißt, ich kann dieses, also jede Applikation, die ich damit baue, die kann automatisiert ein Completion Script erzeugen. Und wenn ich dieses Completion Script source, dann habe ich wirklich Completion direkt in der Kommandozeile. Das kann ich einmal, genau, das funktioniert leider nur für Bash. Ich habe hier natürlich die Z-Shell, das heißt, ich muss erstmal sagen, dass ich autoload bashcomp init und ich brauche noch bashcomp init und damit sollte das Ganze funktionieren. Nehmen wir mal die. Und jetzt kann ich dieses OptParse my application turtle mit Tab aufrufen. Das braucht leider ein bisschen und habe für alle Optionen, die ich mit angeben kann, eine Autocompletion. Genau, also das gibt es out of the box. Dafür muss ich keinen Code schreiben. Das bekomme ich einfach freihaus geliefert, weil die Library das kann. Ich kann dieses Skript natürlich jetzt auch irgendwo ablegen und dann global quasi in Anführungszeichen installieren. Wenn ich das in einem entsprechenden Verzeichnis ablege, dann kriege ich diese Completion immer und muss sie nicht jedes Mal neu aktivieren. Jo, das waren so die Themen, die ich vorstellen wollte. Wir können uns jetzt noch eine kleine Demo ansehen. Ich glaube, ich habe noch 10 Minuten, noch 5 Minuten. Plus Fragerunde, genau. Das heißt, wir können uns noch eine kleine Applikation anschauen, so eine Demo, das sind noch um die 100 Zeilen. Und dann würde ich noch eine Frage, dann können wir noch eine Fragerunde machen. Genau, also die Demo, das ist eine kleine Applikation, die alle Dateien im aktuellen Verzeichnis in der Liste ausgibt und ich kann grafisch eine Datei wählen. Das Ganze ist ähnlich dem D-Menu, falls das jemand kennt. D-Menu ist so ein, ja, ein minimales Menü, wo ich Zeilen reinpipe, das zeigt mir ein grafisches Menü an.
Ich wähle eine Datei aus und es gibt mir den einen ausgewählten Item auf der Kommandozeile, also über Standard Out zurück. So. Erstmal eine kurze Demo. Bekomme eine Liste von Dateien und wenn ich jetzt irgendwie so eine Datei auswähle, zum Beispiel die StackYAML, dann gibt er mir einfach auf der Kommandozeile das Ganze zurück. Zum Beispiel nützlich, wenn ich eine Datei öffnen will, aber ich möchte bitte schon ein grafisches Menü, um diese Datei zu öffnen, dann kann ich hier Okay. Na gut. Also eigentlich ist es so gedacht, dass ich das Ganze auch in eine Subshell aufrufen kann und dann direkt als Parameter Expansion weitergeben kann an einen anderen Befehl. Jo. Ich kann das Ganze auch mit einem D-Menu-Flag aufrufen. Dann verwendet er stattdessen das D-Menu und das ist hier ein bisschen klein, aber das sieht man oben. Da kann ich auch einfach eine Datei auswählen und die wird ausgegeben. Wie sieht der Code aus? Im Prinzip nicht kompliziert, abgesehen von ein paar Imports und ein paar und wieder so einer Extension. Haben wir 70 Lines of Code. Die Main entscheidet im Prinzip nur anhand von dem Kommandozeilenparameter, den ich übergebe, welche Implementierung wir verwenden, ob wir D-Menu oder Brick verwenden. Brick ist eine kleine GUI-Library, die auf Incursus aufsetzt und im Wesentlichen diese Auswahlliste ausgibt. Dann habe ich noch ein paar Helper-Funktionen, um alle Dateien aufzulisten. Hier sieht man, man braucht ein bisschen Typkonvertierungen, um so einen Filepath in Lines umzuwandeln. Und dann haben wir zwei Implementierungen, nämlich einmal über das D-Menu. Das ist ein einfacher, starte einen externen Prozess, pipe alles dorthin, hol das zurück, was D-Menu zurückliefert. Und es gibt eine zweite Implementierung über Brick. Also das ist das grafische Menü, das wir gerade gesehen haben. Das ist einfach Anbindung einer externen Library. Sieht also 70 Zeilen Code für ein kleines Skript, das bis hin zu einer Terminal GUI mit einer navigierbaren Liste alles erledigt. Ja, zur Zusammenfassung. Haskell hat ein reiches Ökosystem, um Shell-Skripte zu schreiben, um kleine Shell-Applikationen zu schreiben. Es geht los mit Turtle, was ganz simple Shell-Befehle exponiert, über Bibliotheken wie OptParse, die helfen, auch größere Command-Line-Applications schlank zu halten. Und dann habe ich mit Turtle noch die Möglichkeit, externe Prozesse aufzurufen. Ich kann Shell-Streaming machen. Und ich habe Bibliotheken, also auch Higher-Level-Bibliotheken, wie zum Beispiel Brick, Incursus-Bindings, mit denen ich grafische Oberflächen erzeugen kann. Und das Ganze kann ich self-contained paketieren, beinahe self-contained. Ich brauche natürlich auf dem Rechner, auf dem ich es ausführe, Stack. Und Stack kümmert sich dann um den ganzen Rest. Aber ich brauche inzwischen auch nicht mehr, mich um das Dependency-Management selbst zu kümmern, weil das mir Stack einfach abnimmt. Das heißt, die einzige Voraussetzung, die ich tatsächlich habe, um einem neuen Mitarbeiter mein ganzes Tooling, das ich geschrieben habe, zu übergeben, ist, installier dir Stack, dann funktioniert es. Das ist auch dann das Ende von meinem Vortrag. Vielen Dank. Die Demos, wie gesagt, finden sich auf GitHub. Der Link ist hier und wird auch in den Slides verlinkt sein, die dann veröffentlicht werden. Vielen Dank.
Die kleinen Skripte, die du gezeigt hast, das waren ja mal so ein, zwei Zeilen und die waren ja schon relativ langsam. Also ich meine, du hast das ja eingangs erwähnt und jetzt ist meine Frage, wenn ich jetzt 100 oder 500 Zeilen habe, ist es dann linear langsamer oder wie verhält sich das? Die Geschwindigkeit ist konstant. Das, was du siehst, ist die Startup-Time von Stack und dann von GHC. Ob das Ganze jetzt, ob das 20 Zeilen sind oder 200 Zeilen, ist egal. Der Compiler kann es dann sehr schnell kompilieren oder interpretieren und dann läuft das Ganze mit hoher Geschwindigkeit. Ah, okay, danke. Der ganze Code ist so ein bisschen strukturiert und alles ist im I.O. bei dir? Und eigentlich bei Turtle ist es alles im I.O. Und wie vermeidet man da dasselbe, also Spaghetti-Code? Also es ist viel besser wie im reinen Bash-Skript, das auf jeden Fall. Aber wie macht man das, dass das nicht ausradet? Solange ich Shell-Pipes habe, brauche ich I.O. Da führt kein Weg dran vorbei. Das ist also immer noch die Verantwortung des Entwicklers, dann den I.O.-Layer, also den Layer, auf dem man tatsächlich diese Shell-Befehle einsetzt, abzutrennen von dem restlichen Pure-Code. Aber im Gegensatz zur Bash kann ich halt auch jederzeit Pure-Code interfacen, kann Berechnungen durchführen, die komplett in Pure-Code funktionieren und das Ganze dann aber in so einen Shell-Layer einbetten. Hi, ich habe am Anfang des Talks angefangen, hier mir ein Hello World irgendwie zu starten, aber ich habe eben festgestellt, ich muss Stack installieren, Tanto und weiß ja nicht, was noch. Ich meine, ich habe die ganze Zeit de facto hier versucht, das Ding mir zu installieren. Ich habe, ich schätze, 150, 200 Megabytes hier heruntergeladen. Ich bin immer noch nicht fertig und es hat tatsächlich buchstäblich die ganze Zeit hier gedauert. Und wenn ich eigentlich so ein Skript jetzt meinen Kollegen irgendwie vorstellen soll, und wenn es dann so lange dauert, wie kommt man da weiter? Ja, also eine Haskell-Infrastruktur braucht man dafür. Wenn man schon Stack installiert hat, dann vielleicht schon Programme damit gestartet hat, dann geht es sehr schnell. Wenn man natürlich jetzt noch überhaupt keine Haskell-Infrastruktur auf seinem Rechner hat, dann muss man sich erstmal die Dependencies herunterladen, die Dependencies kompilieren. Das dauert, ja. Das ist ein klarer Nachteil. Es eignet sich natürlich, wenn man ohnehin ein Haskell-Projekt hat, das vielleicht auf Stack aufbaut, dann ist der Overhead sehr minimal. Auf einem Projekt, wo sonst nur andere Technologien eingesetzt werden, ist die Einstiegshürde relativ hoch. In dem Moment, wo das Ganze dann mal läuft, ist bis auf die Startup-Time, die leider relativ schlecht ist, alles vergleichsweise einfach. Okay. Ja. Inzwischen ist, glaube ich, Stack mit der Haskell-Plattform paketiert. Das heißt, dann ist Stack out of the box da. Ohne Stack würde natürlich der Stack-Skript-Interpreter nicht funktionieren. Man könnte dann auf Run Haskell zurückfallen, aber dann ist man auf die Libraries eingeschränkt, die mit der Haskell-Plattform ausgeliefert werden. Turtle zum Beispiel ist, denke ich, nicht mit der Haskell-Plattform ausgeliefert. Das heißt, dann muss ich trotzdem wieder über Kabal Install zum Beispiel diese Library global installieren. Stack hat den Vorteil, dass es eine lokale Installation dieser Library macht und ich keine Versionskonflikte bekomme zum Beispiel. In Bash gibt es diese Jobs, Foreground und Background-Kommando. Gibt es etwas Ähnliches auch in Turtle? Nein, ich glaube nicht. Also ich weiß es nicht. Man benutzt die SQL-Library dann. Wie bitte die? Man benutzt dann die Standard-SQL-Library. Ach so, ja. Um Jobs parallel auszuführen zum Beispiel, würde man Async verwenden. Also ja, man kann auch die Standard Control Concurrent verwenden, aber empfehlenswert wäre einfach die Async Library dann zu verwenden, um Prozesse auf die Seite wegzuforken. Ganz schnelle Frage noch, wenn ich Shell-Skripte schreibe, dann verwende ich auch so Tools wie Set, Org, Grab und so weiter. Ja. Gibt es da spezielle Unterstützung oder macht man da einfach so eine Kommandozeile sich aus Strings zusammen?
Also grundsätzlich, ich kann ja jeden Befehl, ich kann jede Binary, die irgendwo rumliegt, interfacen mit Hilfe von dem Proc, was wir gesehen haben, so wie wir es mit VI und Less gemacht haben. Für Grep speziell gibt es zusätzliche Unterstützung. Also Turtle hat so einen Grep-ähnlichen, so eine Art Grep-Clone implementiert. Auch Format Strings zum Beispiel. Also es gibt ein bisschen Tool-Unterstützung. Und alles, was eben nicht an Unterstützung da ist, von Turtle aus oder von anderen Libraries aus, das kann man sehr leicht interfacen. Super, herzlichen Dank. Ganz kurze Umbaupause in 3 Minuten.